Hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, ich möchte noch mal wieder ein Video machen, wo ich Mica verwende. Und das ist das Rose Gold. Und das habe ich von der Laura bekommen, von Laura's Art Corner. Den Coaster, den ihr gerade, oder den Untersetzer, den ihr gerade gesehen habt, das war ein Test. Und da ist es noch ziemlich gebloppt. Es ist nicht einfach mit Puder den Effekt zu erzielen. So, ich versuche das mit diesem Rose Gold nochmal. Ich verwende aber jetzt allerdings Schwarz. Ja, ich gehe mit 3 Tropfen in mein klares Harz. Und mit diesem Miro Miro, das ist ein Glasglitter von Laura's Art Corner. Das ist so ein bisschen grober, hat aber auch feine Partikel in dem Mix und das ist so silber und weiß. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein ganz guter Mix. Und ja, ich mixe mir das jetzt richtig gut durch und dann können wir gleich auch schon starten, beziehungsweise ich starte ja. Wenn ich da ab und zu mal eine Wirrform verwende, Entschuldigung, ja, ist nicht böse gemeint. So, ich gehe jetzt mit meinem Mix am Rand entlang. Versuche das Glasglitter auch immer so ein bisschen gut reinzumixen, damit ich nicht irgendwelche kahlen Stellen habe. Das Glitter, das sinkt ja ganz gerne. Ja, da war wieder was in meiner Form. Irgendwie hat man immer was. Man kann die Form sauber machen, aber es ist ein Staubpartikel in der Luft und schon hat man das Desaster und es ist wieder was in der Form. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt am Rand entlang und die Form, die ich hier für dieses Objekt verwende, das ist die Hexagon-Form von Molds and Shapes. Ich habe die in meiner Beschreibung verlinkt und wenn ihr den Rabattcode verwendet, PT5, dann bekommt ihr 5% Rabatt. Das Harz, was ich verwende, ist das Ultracast von der Stefanie Etta. Auch das schwarze Resin-Ink, was ich eben gemischt habe, das ist auch von der Stefanie Etta. Und wie gesagt, die Glasglitter sind von Laura's Art Corner. So, da nehme ich mir ein bisschen klares Harz weg für meine Farbe später. Und ich gieße jetzt meine Form mit klarem Harz auf, sodass ich dieses kleine bisschen dunkel rauchige an den Kanten habe. Das finde ich, also mir gefällt das mega gut. Ist natürlich auch alles immer Geschmackssache. Ja. Ich kratze also meinen Becher nicht aus, aber ich sehe zu, dass ich das meiste von dem Harz rausbekomme. Und meine Form ist auch schon relativ hoch. Also da ist nicht mehr so viel Platz, aber für meine Blüten wird dann noch genug Platz sein. So, und ich nehme jetzt 2 kleine gehäufte, na, wie sagt man das? Keine Löffelchen, aber ihr wisst schon, also in mein Harz rein. Jetzt komme ich auch wieder ins Englische, Entschuldigung. Ich bin das so gewohnt, auch die Videos auf Englisch zu machen. Aber egal. So, ich habe meinen Spritzbeutel gefüllt und jetzt gehe ich einfach mit der Standardblume, die ich in letzter Zeit häufig mache, durch meine Form, aber ich höre nicht auf. Ich fange nicht immer wieder neu mit den Blütenblättern an. Ich versuche so in einem durch meine Blütenblätter zu malen, einfach nur in Spiralen. Und dann mache ich hier meine Streifen an der Seite. Und das mache ich jetzt für alle Blütenblätter. Ja, dieses Rose Gold, das ist wirklich ganz toll. Das ist irgendwie von einer italienischen Firma. Ich glaube, Resin Pro hat die, aber diese Farbe habe ich halt von Laura's Art Corner bekommen.
Ich habe von genau dieser gleichen Firma habe ich noch Gold, Silber, Bronze oder Kupfer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das Ganze also noch nie viel verwendet, diese Firma. Und deswegen bin ich wirklich neugierig, wie jetzt mein zweiter Versuch wieder wird. Weil als ich das silberne Video gemacht habe, ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat, da ist das Silber wirklich richtig schön, fast wie ja, Pigmentpaste zerlaufen, so in die Blume hinein. Und ich bin so fasziniert von diesen Metallic-Farben, deswegen, ja, habe ich mich dazu entschieden, so verschiedene Metallic-Töne. Es kommt auch dem nächsten Video in Gold, wenn es mir gelingt, hochzuladen. Also ja, warten wir einfach mal ab. Ja, das ist jetzt mein letzter Untersetzer. Ich habe aber noch genügend Harz und deswegen mache ich noch mal eine zweite Schicht über alle Blumen. Ich habe dann die Hoffnung, dass das Ganze so ein bisschen mehr opak wird, weil mit Mica ist ja doch immer die Gefahr, dass das ziemlich transparent wird. Ich könnte natürlich auch noch aufgießen, aber ich habe meine Form so hochgefüllt, dass das gar nicht mehr möglich ist. Das kann nur in die Katastrophe führen, deswegen ja. Ich finde es auch manchmal ganz schön, wenn es einfach transparent ist, wenn nicht unbedingt aufgegossen ist. Aber das habt ihr, glaube ich, schon oft bei meinen Videos gesehen, dass ich das oft sehr transparent halte. Ja, ich muss immer wieder sehen, weil es ist nicht mehr viel Harz in meinem Spritzbeutel, dass ich das Ganze wieder in die Spitze pushe, aber es geht schon. So, jetzt habe ich die Mitte doch noch etwas transparent und ich gehe da auch noch mal mit dem Kringelchen durch. Bei dem ersten muss ich es nicht, da hat sich das schön geschlossen. Und jetzt gehe ich auch noch mal diese Streifen so lang, wo ich meine, es dauert halt immer seine Zeit. So, das ist meine Blume soweit fertig, oder meine Blumen. Und jetzt habe ich noch so silberne Glassplitter, ziemlich fein. Und die gebe ich in die Mitte rein. Das habe ich ja auch schon bei dem silbernen Video gemacht. Und das mache ich hier bei dem Rose Gold auch. Weil ich habe gedacht, das passt ganz gut mit dem Miro Miro Flakes oder Glitter, Glasglitter von Laura. Jetzt schubse ich mir die noch so ein bisschen runter. Und was ich noch mache, das habe ich aber offline gemacht. Ich habe der Mitte noch einen Swirl gegeben, aber das habe ich erst so circa nach einer halben Stunde gemacht, wo ich gemerkt habe, jetzt ist das Ganze so ein bisschen zur Ruhe gekommen. So, der nächste Tag, 24 Stunden später, und ich kann entformen, die sind auch gut ausgehärtet. Ihr seht das, kommen auch gut aus der Form heraus. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die etwas besser geworden sind als mein erster Test. Also, ja, lass uns mal schauen. Lasst uns mal schauen. Ja, ich bin zufrieden. Ihr dürft nie vergessen, es ist Pulver. Es ist keine Pigmentpaste. Sie sind natürlich luftiger. Aber wenn sie hinterher so auf dem Tisch liegen, da kommt so richtig dieses Rosgold raus. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Die sind wirklich total schön und das Schimmer total toll. Ja, und noch der letzte. Ja,
Also ich bin sehr zufrieden und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, bitte gebt mir einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen Kommentar und wenn ihr noch nicht abonniert habt, ich würde mich freuen über ein Abo. Okay, ich sag mal bis dann und tschüss, eure Petra.